Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Paladins zusammen mit Shigo. Hallo. Eine kleine außerplanmäßige Folge, weil Charlene released wurde, ein neuer Champion. Und den zeigen wir euch natürlich. Dafür gibt es auch wieder unten in den Kommentaren, im Video versteckt und gegebenenfalls über den Tag verteilt oder übers Wochenende verteilt einen Key auf Twitter mit einem Founders Key. Also gönnt euch, schaut in die Kommentare, schaut euch das Video genau an. Link zum Spiel wieder in meiner Videobeschreibung. Ich kenne das Ganze. Okay. Jetzt aber erstmal zu Charlene, der neue Champion. Ein Bogenschütze, linke Maustaste. Ganz normaler Schuss. Je länger man ihn auflädt, desto genauer ist er und macht mehr Schaden. Rechte Maustaste, ein Knockback-Pfeil. Trifft man den Gegner, fliegt er zurück, macht Schaden. Trifft eine Wand, ist er gestunt. Q-Taste, Dauerfeuer. Kann mich aber nicht bewegen. F-Taste, Zurückspringen, Unsichtbarkeit und eine Illusion. Und die Ulti vereint irgendwie alles zusammen. Das sehen wir gleich. Verlasst euch gerade nicht auf den Tooltip, denn der ist noch vom PTR übernommen. Und dort müsste der Knockback-Pfeil eine andere Funktion gehabt haben. Und zwar hat er so eine Säule aufgestellt, da wo man getroffen hat. Und das ist nicht der Fall. Die Säule gibt es nicht mehr. Jetzt bin ich leider direkt am Anfang gestorben. Scharfschütze und Soldier, also der Soldat an sich. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal wieder reinkommen. Jetzt machen wir Dauerfeuer, da können wir hier ein bisschen Damage machen. Auf den Punkt, yay! So, komm, die hätten wir auch noch haben können. Knockback-File chargen. Wenn oben einer kommt, wäre das ganz gut. Dann könnte ich ihn vielleicht da gegen die Wand hauen. Zack, da hängt er! Headshot. Granate müssen wir nicht unbedingt abkriegen. Da kommt Makoa. Knockback-Pfeil ist gecharged. Ist aber eh schon down. Down ist die Kröte. Wir hängen an so einer Slow-Trap. Die kann man, glaube ich, kann man die kaputt machen? Ja, natürlich kann man die kaputt machen. Dann haben wir wenigstens den Payload einmal. Und der 1000er-Hit. Da ist Makoa wieder. Victor rennt zurück in die Base. Dauerfeuer. 101 manchmal ein sehr guter Skill übrigens. Den Knockback für da oben. Oh, unsichtbar direkt machen. Den holen wir aus der Luft. Man darf die Unsichtbarkeit übrigens nicht in der Luft machen, sonst schwebt die Illusion auch in der Luft. Dann sieht man das vielleicht, dass sie nicht echt ist. Da sollte man dann kurzzeitig stehen. Knockback Charge, der ging dein. So, unsichtbar haben wir uns gemacht. Jetzt riskiere ich's, weil der Skill echt gut Schaden macht. Ist gleich vorbei. Also im 101. Und da ist der Bug nochmal angehüpft und kriegt noch den finalen Pfeil. So, das auf jeden Fall so mal zu Charlene. Ein sehr, sehr schöner Charakter. Aber an sich nicht ganz einfach. Ich mach mal Kronos als nächstes. Ich hätte es selbst hier nehmen können, aber das funktioniert eigentlich gerade ganz gut. Deswegen nehme ich mal Cooldown Reduction. Kann ich öfter den Dauerfeuer-Skill benutzen. Dein Umhang brennt. Das ist nicht so gesund. In dem PTR hätte der Pfeil eine Säule gecraftet. Also wenn ich den dagegen schieße, wäre jetzt von hier bis hier eine Säule gespannt worden. Aber das fanden die Leute wohl zu OP. Ja, aber der Stun-Pfeil ist auch ganz nett. So, wir haben jetzt die Ulti ready, dann können wir es vielleicht auch mal zeigen. Natürlich jetzt erstmal kurz. Makoa gegen Makoa. Nicht gegen den Sniper anlegen, dann sterbe ich instant. Das ist halt super annoying. Da vorne haben wir einen guten Assist gelandet. Der muss nur ankommen. Hier ist The Winder. Knockback. Mich hat's gesniped. Dafür ist der Bug hängt da. In den Seilen. So, wir respawnen jetzt. The one. Nope. Denied. So, jetzt dann kommen wir nochmal ran. Die Barrage, wir versuchen uns mal durchzuschleichen. Zack, Ulti an. Eins. Keiner mehr da. Noch ein paar Illus aufstellen. Ah, da hätte ich mich direkt umdrehen müssen. Die Shotgun im Nahkampf ist natürlich bitter.
Jetzt hauen gerade alle ihre Ultis raus. Wir sind aber 90% plus auf dem Spot. Ich hab meine noch. Da heißt der nächste Ulti, try and run. Ist daneben. Dauerfeuer, immer gut. Ich hau mal Makoa an die Wand. Gut. Und immer noch in ihrem Kreis, genau. Oh nein! Ach, der ist ein großes Problem. Den kann ich einfach nicht schnell genug töten. Und im Nahkampf reicht es nicht. Da muss ich dann versuchen, mit dem Q-Skill so viel Damage wie möglich zu drücken. Aber der ist ja gut hochgesprungen. Ich glaube, er hat mich sogar gestompt. Dafür schiebt unser Team mir gerade gut durch. Nicht die beste Performance, dafür aber auch einer der ersten Runden hier. Wird alles noch besser. Auch nicht unbedingt ein einfacher Champion. Oh, schöner Knockback safe hier. Safe durch. Ich schieb safe alleine durch. Beide low. Der rennt weg. Ich weiß nicht, ob das die echte ist, aber damit sie sich nicht porten kann, das war die echte. Steht noch der, Victor, weil er gerade, glaube ich, in dem Frame gestorben ist. Ach, schon auch hier Highlight. Ach, das ist das Highlight des Spiels, ist auf der Mitte. Guck mal, es ist ja da. Vielleicht so. Deswegen. Ich weiß nicht, ob das auf allen Maps so ist, aber hier ist es ganz witzig. Ja. Hier, Airstrike, offensiv. Der Airstrike hat gar nicht so viel gemacht. Aber dafür hat er da drei Leute, stehen die alle auf einem Punkt und springen ihm da alle schön rein. Und alle low. Und der Bug, der hat ihn vielleicht sogar gemacht. Leute, das war eine Runde mit Charlene. Hier, Shigo ist bester Tank. Yay. Wir haben hier nicht ganz so viel, doch wir haben die meisten Solo-Kills ein, glaube ich, dass das gemein ist. Ansonsten ganz solider Damage, natürlich gegen Victor keine Chance gehabt, aber sonst war ich zweitbester. Ganz nett, kann man sich geben, ist ganz nützlich, aber halt ne, bei Objectives immer schwierig, wenn man nicht in den Nahkampf gehen kann. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch das Game mal an, der Link ist in der Videobeschreibung, schaut bei Shigo vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann, ciao. Tschüss.